Hallo, hier ist Nadine. Herzlich willkommen in diesem Video zum Thema, warum negative Dinge nicht schlecht sind. Und ich weiß, dieser Titel ist ein bisschen provokativ, aber ich habe ihn genau aus diesem Grund genommen, weil es ist an der Zeit, dass viele Menschen begreifen, dass negative Dinge gar nicht wirklich so schlecht sind, wie sie scheinen oder wie viele Menschen glauben, dass sie schlecht sind. Weil wenn du dich in der Welt umsiehst, siehst du viele Menschen, die sich immer beklagen über Dinge, die schief gehen, oder Menschen, die in diesem Teufelskreis stecken, wo sie nur noch negative Dinge sehen und einfach kaum Lebensqualität haben. Und ich selbst war so ein Mensch. Und darum weiß ich, wie sich das anfühlt. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Das Leben macht so einfach keinen Spaß. Und deshalb habe ich heute dieses Video gewählt, dieses Videothema gewählt, beziehungsweise weil ich dir zeigen möchte, dass negative Dinge nicht schlecht sind, dass sie sogar nötig sind und dass das Leben ohne sie gar nicht funktionieren würde, ja? Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, keine Ahnung, was Nadine damit meint, aber lass dich einfach überraschen und ich bin mir sicher, du kannst einige neue Dinge in diesem Video lernen. Zuallererst möchte ich sagen, ohne negative Dinge wäre das Leben sehr rasch fertig. Das Leben wäre fertig. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, das Leben, dein Leben wäre einfach nur noch perfekt, von A bis Z. Ja? Also du stehst am Morgen auf, es läuft alles super, genauso wie du das möchtest. Dann gehst du zu deiner Arbeit, alles ist perfekt, alles ist super, nichts geht schief. Abends kommst du nach Hause und dann wartet deine Freundin oder dein Freund auf dich und ihr habt einen himmlischen Abend und dann gehst du ins Bett und dann schläfst du wunderbar und das Ganze wiederholt sich. Für immer. Es tönt vielleicht am Anfang sehr schön, aber du kannst mir glauben, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder vielleicht nach ein paar Monaten würdest du denken, das Ganze hier ist ziemlich langweilig. Es ist sehr vorhersehbar. Es ist einfach wirklich langweilig. Es ist fast öde, ja? Und genau das ist das, was ich anspreche. Wenn du in deinem Leben keine negativen Dinge mehr hättest, wenn du keine Dinge mehr hättest, wo du sagen kannst, das mag ich nicht oder das finde ich nicht toll, dann wäre das Leben sehr rasch fertig in dem Sinn. Einfach, dass das Leben so für dich langweilig und sehr unattraktiv wäre. Also das heißt, es braucht wirklich täglich negative Dinge, damit sich nicht nur das Leben, sondern damit auch du dich weiter ausdehnen kannst. Weil wenn du dir das Leben so vorstellst, dass du hier bist, um immer wieder neue Erfahrungen zu machen, ja, um immer wieder neue Wünsche zu äußern und genau für das bist du hier übrigens, ja? Wenn du dir das Leben so vorstellst, dann macht es nur Sinn, dass auch schlechte Dinge, negative Dinge, Dinge, die du nicht willst, ihren Platz haben. Dass es genau so gut ist, wie es ist. Weil ohne diese negativen Dinge würdest du stehen bleiben, du würdest dich nicht weiterentwickeln, du würdest keine neuen Wünsche in deinem Vortex haben, in deiner Schwingung, wo alles ist, was du möchtest, ja? Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas Negatives erlebst, ist das Gegenteil davon in deinem Vortex, ja? Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel merkst, nein, das mag ich nicht so, das habe ich gar nicht gern so, das nervt mich so. Ja, sagen wir mal, du hast einen Chef, der dich immer wieder nervt, oder? Ganz klar, kann ich verstehen. Aber in dem Moment, wo du bemerkst, ich mag das nicht, wenn mein Chef so und so ist, ist
in dieser Vortex-Schwingung ein Chef, der richtig gut ist. Wo du findest, ja, mit so einem Chef möchte ich zusammenarbeiten. Ja? Und das kann man auf alles anwenden. Ja? Jedes Mal, wenn du etwas Negatives erlebst, egal was es ist, klein, groß, mittelgroß, egal, ist das Gegenteil von dem in deinem Vortex. Wenn jemand unfreundlich zu dir ist, dann sind in deinem Vortex ganz viele freundliche Menschen. Wenn du nicht viel Geld hast, ist in deinem Vortex ganz viel Geld. Wenn du dich einsam fühlst, sind in deinem Vortex ganz, ganz viele tolle Menschen, ganz viele tolle Events und Situationen, wo du dich überhaupt nicht mehr einsam fühlst, ja? Und wenn du jetzt, wie gesagt, keine negativen Dinge mehr in deinem Leben hättest, dann gäbe es ganz rasch auch keine Dinge, die du noch erleben kannst. Das Leben würde stillstehen und das Leben wäre sehr langweilig. Und du bist nicht hierher gekommen übrigens, um immer die ganze Zeit ein perfektes Leben zu haben. Du bist hierher gekommen, um den Kontrast zu erleben, um diese negativen Dinge zu erleben, weil du gewusst hast, diese negativen Dinge sind ein Sprungbrett für dich, für fantastische Dinge, für grandiose Dinge. Und ich kann dir da ein Beispiel von mir erzählen übrigens, ja? Du siehst hier im Hintergrund meine Wohnung und es ist eine absolute Traumwohnung. Und ich habe aber nicht immer so gelebt. Vor einigen Jahren habe ich in einer Wohnung gelebt, da war ich todunglücklich. Die Wohnung war an einer lauten Straße, wo 3 Tramlinien fuhren und die Nachbarn waren sehr laut, das Haus war sehr hellhörig, ich konnte kaum schlafen darin. Die Nachbarn fingen um 3 Uhr morgens an, Klavier zu spielen, einfach nur, weil sie es wollten. Es hat niemand gekümmert, niemand hat sich an die Regeln gehalten. Die Waschküche war immer total dreckig und ich musste immer die ganze Wäsche 4 Stöcke nach oben tragen und es war wirklich ganz schlimm dort drin. Also ich habe wirklich geweint auch in dieser Zeit, weil ich konnte nicht schlafen und niemand hat sich gekümmert, dass es lärmig ist. Alle haben in ihrem Chaos gelebt. Also es war eine schlimme Zeit für mich. Aber in dieser Zeit ist diese Wohnung hier entstanden. Diese Wohnung ist super ruhig. Ich habe eine eigene Waschmaschine. Ich muss die Wäsche nicht mehr nach unten tragen. Sie ist einfach wunderbar. Die Leute, die da hier wohnen, sind sehr freundlich, sehr rücksichtsvoll. Das Haus ist sehr gepflegt. Also, es ist wirklich alles, was ich damals in dieser alten Wohnung in meinen Vortex getan habe, das erlebe ich jetzt. Und ohne diese negative Erfahrung mit dieser Wohnung hätte ich diese Wohnung hier nicht. Ja? Die ist wirklich in dieser Zeit in meinen Vortex gegangen, als ich diese ganz, ganz schlimme Wohnung hatte, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Und heute lebe ich in einer Wohnung, oh, ich fühle mich so wohl hier, es ist wie ein Urlaub. Ja? Ich kann es wirklich kaum fassen. Ich bin so, so glücklich darüber. Und ich könnte dir noch so viele Beispiele erzählen, wo genau das passiert ist. Und dasselbe passiert bei dir auch. Ja, es ist überhaupt nicht so, dass das nur auf mich zutrifft oder nur auf bestimmte Menschen. Alle Dinge, die du möchtest, die warten auf dich. Und du kannst nur gute Dinge erleben, wenn du vorher etwas erlebt hast, was nicht so gut war. Weil wenn du nicht weißt, was du nicht möchtest, dann weißt du auch nicht, was du möchtest. Ja? Wie kannst du wissen, dass du etwas gern hast, wenn du nichts erlebst, was du nicht gern hast? Wie kannst du wissen, was gut ist, wenn du nie etwas erlebt hast, was schlecht ist? Es ist unmöglich. Es braucht diesen Kontrast in deinem Leben, damit du dich immer weiter expandieren kannst und damit auch das Universum sich immer weiter expandieren kann. Ansonsten bleiben wir alle still stehen und das Leben würde irgendwann wie keinen Sinn mehr machen. Es wäre total langweilig. Es gäbe kein weiteres Potenzial für dich. Ja?
Und wenn du das verstehst, dass das Leben ein unendlicher Prozess aus diesen Dingen ist, ein unendlicher Prozess aus negativen Dingen erleben und das Gegenteil davon in deinen Vortex machen, wo es auf dich wartet, ja, wenn du das verstehst, dann bist du wirklich frei. Dann bist du wirklich frei, weil dann bist du nicht mehr in dieser Schleife, die ich am Anfang erwähnt habe, wo du dich immer wieder beklagst und immer wieder mit dem Kontrast haderst. Wenn du aber Frieden damit machst, dass du immer wieder Dinge erleben wirst, die nicht so sind, wie du sie haben möchtest. Wenn du wirklich damit Frieden machst, weil du tief in dir drin verstehst, dass das nur ein weiteres Sprungbrett ist für Dinge, die du richtig gut findest. Ja? Wenn du das verstehst, wenn du Frieden mit dem machst, dann bist du frei. Dann hast du eine wahnsinnig gute Lebensqualität und dann musst du dich nicht mehr aufregen, weil es ist dir genau bewusst, okay, es ist etwas passiert, was ich blöd finde, gut, aber lass mich mal überlegen, was hat dieses Ding in meinen Vortex getan? Welche tollen Dinge oder Leute oder Gegenstände, Events, Situationen sind nun in meinem Vortex? Und du wirst sehen, es sind so viele tolle Dinge in deinem Vortex, die jetzt auf dich warten. Und ohne den Kontrast, ohne diese negativen Dinge vorher, wären diese Dinge jetzt nicht in deinem Vortex. Ja? Das heißt, es braucht negative Dinge und negative Dinge sind überhaupt nicht schlecht. Es geht halt einfach darum, dass man das Potenzial darin erkennt. Dass man, also ich empfehle dir auch, weile nicht lange in diesem, ah, warum ist das jetzt schon wieder passiert? Oder warum ist das nicht so? Warum habe ich das doch nicht? Weile nicht lange in diesem Gedankenmuster, sondern wechsle gerade deinen Fokus und frag dich, was ist jetzt in meinem Vortex? Was wartet auf mich? Okay. Ich habe meinen Job verloren, okay, aber was wartet meinem Vortex? Oh, eine Aufgabe, die mich völlig erfüllt, die mich völlig glücklich macht. Eine super Stelle, eine tolle Chefin, ein toller Chef, tolle Kollegen, ein guter Lohn. Oder es gibt so viele Beispiele. Vielleicht erlebst du es auch, dass du Menschen in deinem Leben hast, die dich nicht respektieren. Aber was ist in deinem Vortex? Menschen, die dich respektieren. Menschen, die dich so lieben, wie du bist. Menschen, die dich richtig schätzen, so wie du bist. Ja? Und das ist wirklich das Geheimnis, wenn du glücklich werden möchtest. Dass du nicht lange in diesen Momenten verharrst, sondern dass du dir sagst, okay, das will ich nicht. Ist okay, wenn ich mich jetzt auch ein bisschen schlecht fühle. Ist völlig in Ordnung. Aber ich möchte meinen Fokus wechseln. Ich möchte mich fragen, was ist das Potenzial? Was ist in meinem Vortex? Was kann das Gesetz der Anziehung mir jetzt bringen? Ja? Und das war für mich persönlich auch ein Riesenmeilenstein, als ich das wirklich verstanden habe, als ich aufgehört habe, mich wie ein Opfer zu fühlen, als ich aufgehört habe, mit den Dingen, die ich nicht will, zu hadern. Da hat sich für mich eine Welt aufgetan, das ist echt, echt der Wahnsinn. Und das wünsche ich mir auch für dich. Ich weiß, das ist auch für dich möglich. Und das Allerbeste an dem Ganzen ist übrigens, dass wenn du, je weniger du damit haderst, je weniger du mit negativen Dingen haderst, desto besser fühlst du dich. Also deine Schwingung geht nach hoch, geht nach oben, Entschuldigung. Und wenn du mehr Zeit in dieser hohen Schwingung verbringst, dann wirst du auch viel weniger Dinge erleben, die du blöd findest, die dich nerven, die dich frustrieren. Das ist das Wunderbare daran. Früher war mein Leben gefüllt mit Kontrast. Es war gefüllt mit negativen Dingen. Ich hatte sie an jeder Ecke. Da ging was schief, der hat mich genervt, die hat mich enttäuscht, das war blöd, das ging kaputt, das habe ich nicht geschafft. Es war überall.
Ja. Und heute ist der Kontrast, den ich erlebe, sehr gering geworden. Ich erlebe immer noch Dinge, die ich nicht möchte, aber das gehört dazu. Ich weiß jetzt, dass das dazu gehört. Aber die Intensität von diesen Dingen ist viel kleiner geworden. Und auch die Häufigkeit davon. Ja, wo früher alles schief ging oder wo früher fast alles schief ging, geht heute nur ganz, ganz wenig, beziehungsweise fast gar nichts mehr schief. Ja, wo ich früher Leute in meinem Leben hatte, die mich nicht respektierten, die mich nicht ernst genommen haben, habe ich heute nur noch Menschen, die mich wertschätzen, die mich respektieren. Ja? Es ist ganz selten, dass ich mal einkaufen gehe und dann treffe ich auf jemanden, der unfreundlich zu mir ist. Das ist ganz selten, weil ich einfach eine ganz andere Schwingung aussende, weil ich mich auf ganz andere Dinge fokussiere, weil ich fast immer in diesem Vortex bin, wo alles ist, was ich möchte. Und deshalb habe ich es auch geschafft, mein Leben umzuwandeln. Und das kannst auch du. Und wenn du wirklich verstehst, dass negative Dinge nicht schlecht sind, wenn du Frieden damit machst, wenn du auch Frieden damit machst, dass dein Leben niemals vollständig sein wird, ja, weil du immer wieder Kontrast erlebst, weil du immer wieder neue Wünsche in deinen Vortex machst, automatisch, das passiert ganz automatisch, wenn du an diesem Punkt bist, dann bist du wirklich frei. Ja? Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Lebensgefühl und das wünsche ich mir von Herzen für dich auch. Ja? Ich hoffe, dass dir diese Sichtweise geholfen hat, dass dir das hilft, das so zu sehen, und ich freue mich sehr auf deine Kommentare dazu. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen, wie deine Erfahrungen damit sind, und ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!